Let's count one time. Sloppy Discovery. Count of C64. Let's count one time. Enjoy my channel and have fun. Sloppy Discovery. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Floppy Discovery Mythomaniac. Ja, erinnert ihr euch noch an die letzte Folge, wo ich ein Spiel laden wollte namens Springvogel? Und dieses habe ich mit einem Turbolader geladen und das wahrscheinlich war der Grund, weshalb es nicht funktioniert. Ich habe es jetzt hier nochmal so ausprobiert, ohne Turbo. Und so wie es aussieht, startet das jetzt. Was ist denn da draußen los? Mein Gott. Okay, also gehen wir mal aufs Spiel. Und da baut sich das Bild auf. Und ich denke mal, das ist irgend so ein Basic-Programm. Weiß nicht, ob das so ein Abtippspielchen war oder was. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es hackt. So. Sieht so aus, als müssten wir diese Eier da einsammeln. Ja. Oh, wenigstens kann man es mit dem Joystick spielen. Das ist schon mal nice. Oh, geile Geräusche. Na gut. Versuchen wir mal unser Glück. Als Vogel. Als komischer. Ah, das ist ein Fließband. Ich konnte da unten an der Stelle gar nichts machen. Ja, nimm doch das Ei mit. What the fuck? Ja, das ist wirklich simpel gemacht, ne? Oh, auch geil. Die Pfeile nach links heißen, man kann nicht mehr nach rechts. Das heißt, man muss hier einmal im Kreis, ne? Okay, zumindest funktioniert es. Dem ich das eben ohne. Was ist das? Hä? Wieso werde ich ihn jetzt zurückgeworfen? Nein! Na, no, das war aber knapp. Okay. Warte mal, bis das Vieh zurückkommt und dann. Oh, ich hab's geschafft, nicht zu kollidieren. Nee, hoch komme ich nicht. Aber da komme ich hoch, okay. Was ist denn das Rote da? Was ist passiert? Das hätte ich also wahrscheinlich nicht berühren dürfen. Toll. Danke, dass mir das mal jemand sagt. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Ich fasse es nicht. Ja, da an der Stelle kann ich das machen. Da scrollt er von selber. Minimalistisch hier, aber so hat das halt mal angefangen, ne? Ja! Mann, oh. Das ist ja schwer. Ach, da oben die Sternchen zeigen an, wie viel Lebensenergie ich wohl noch hab. Ach, da hätte ich ja gar nicht raufgemusst. Joa. Ne, das war auch nichts. Ich muss ja hier außen lang. Also nochmal. Und da hoch. Und, Halt, stopp. Halt, stopp! Geh weg. Ja, schmeiß mich doch noch mehr in die Richtung, du Kack. So, nächster Versuch. Da muss man ja jedes Mal die Luft anhalten. So. Ja, ich versuche jetzt erstmal den Weg hier zu gehen. Tja, also, Was ist denn jetzt los? I can fly. Aha. Was war das denn? So voll der Breitvogel auf einmal. Ah, doof. Ich hätte eigentlich gedacht, ich kann auf den Ziegeln da laufen, aber irgendwie bin ich dazwischen abgestürzt. Wird es mir gelingen, diesen Screen zu säubern?
Tja, das erfahren wir dann vielleicht gleich in ein paar Sekunden. Lass mich raten. Nein! Nur noch 3 dämliche Eier und nur noch 2 Leben. Das passt zum Verhältnis ja nicht. Aber hey, schön, dass ich euch das doch noch zeigen kann. Memo an mich, Sachen, die jetzt auf Anhieb nicht laufen könnten, laufen, wenn man den Turbolader ausschaltet. Ach, du Kackstück! Was kommst du denn auch zurück? Okay. Ist das mein Last Life? So wie es aussieht, werdet ihr Screen Nummer 2 in diesem Spiel hier nicht zu sehen kriegen. Aber ich denke mal, hat genügt auch. Das war's. Also, man kann auch nach rechts abstürzen. Wer hätte das gedacht? Ja, das war's. Genau, erreichte Punktzahl 150, Highscore 150. Aufgeben, Vogel, Bild, Pause. Was kann man denn da machen? F3, Vogel? Keine Ahnung. F5, Bild? Weiß ich auch nicht. Edit, Wahl oder Spiel. So wie es aussieht, ist da auch ein Level-Editor bei. Nicht unwitzig. Also, das Game werde ich auf jeden Fall verwahren. Da kenne ich nix. Solche Sachen muss man doch für die Nachwelt erhalten hier. Digitales Datensaving, ne? Bevor das für immer für die Nachwelt verloren ist, bleibt das hier in meiner Sammlung. Drücken wir mal Reset. Jetzt ist der Turbolader auch wieder an. Das wird verwahrt. Zack. Ein Haken ist dran. Und ja, jetzt greifen wir mal wieder rein hier in die dicke Box, die hier unten steht. Ja, ich weiß nicht, was uns erwartet. Auf jeden Fall wieder eine Disk ohne Hülle drumherum. Mhm. Mal sehen, ob das drauf ist, was drinsteht. So, jetzt habe ich's. GIMA Inhaltsverzeichnis. Loadrunner, 8 DB IT 2 Blocks Free. Dann lad das erste Mal. Loadrunner ist geil. Bitte Joystick Import 2. Hey, nicht so schnell! Ihr habt doch noch gar nichts gemacht, Mann. Und ja, und, hey! Nicht so schnell, Mann! Ich habe Loadrunner selber übrigens als Cartridge, also als Modul für den C64, aber es sieht anders aus als das hier. Die Level, die ich da habe, die sind rot. Geht das schon los oder geht das schon los? Nee, das ist eine Demo. Loadrunner ist geil. Simpelste Grafik. Aber Spiel ist... Ja, oh, das sieht schwer aus. Das ist auch nicht das Startlevel, wie ich es kenne. Ich bin da oben. Okay, ich muss mir den Weg frei buddeln. Oder so. Genau. Was ich immer finde, ist, die Gegner, die sind hochintelligent. Die sind intelligenter als ich, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich hier weiterkomme. Scheiße. Ja, toll, das war's dann. What the fuck? Ja, ich komme noch gar nicht da raus. Das war toll. Ja, da kann ich ja gleich Selbstmord begehen. Weil, ne, das war jetzt ganz dämlich. Ey, denk nach, wie kommst du denn da rüber? Jetzt kann ich mich nur selber einsperren und... Das ist ja heftig. Da verkacke ich schon gleich im ersten Level. So. Ja, so komme ich nicht weit, glaube ich, in dem Game. Meine Güte, das ist ja richtig schwer. Aber es ging nicht auf Zeit, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Krass war, dass das hier wie so ein Geheimlevel ist. Ah, ich bin ja auch dämlich. Warum bin ich die Leiter vorhin da unten nicht hochgegangen? Also hier ist irgendwas Geheimes. So. Da muss ich hier durch und jetzt muss ich die Leiter doch hoch. Das Problem ist nur, das machen die anderen auch. Also die sind echt krass programmiert, die Viecher, ne? Ich habe nur 2 Gegner hier. Aber guck mal, wie schlau die sind.
Die sind viel schlauer als ich. Ja, schon wieder Scheiße gebaut. Nein, der kommt ja wieder raus. Boah! Ey, da muss er erstmal irgendwie eine Checkung von haben, strategisch, wie du da vorgehen willst. Das ist mega heftig. Ich werde wahrscheinlich Level 1 gar nicht packen. Ey, was ist das für eine Version? Die ist ja mega hart. Die habe ich aber so gar nicht so hart in Erinnerung. Ich weiß aber, die Cartridge, also die Modulversion, spätestens bei Level 4 ist da Schluss. Da hast du keine Raffe, was du da machen musst. Denk nach, wie könnte man das vernünftig regeln? Ah, ich habe eine grobe Idee. Aber frag mich mal, wie man da in der Mitte das aufräumen soll. Ey, scheiße, das kann überhaupt nicht gut gehen. Ich habe eine grobe Strategie. Aber das wird doch never ever wird das sich erfüllen. Weil vorher wirst du von den Viechern gecasht. Da müsste ich nämlich jetzt theoretisch hier runter und dann... Ja, ja, ganz toll, ganz toll. Nein! Ah, das... Habe ich selber eingesperrt. Ich wollte da durchflutschen, dann hätte ich hinter mir das Loch zumachen können. Oh, Mikrofon. Und hätte dann... Das ist echt hart, Leute. Da muss man jetzt erstmal wirklich eine Strategie entwickeln. Wir probieren es nochmal. Haben wir. Dann hier. Haben wir auch. Dann hoch. So weit, so gut. Ey, haut ab. Oh, scheiße, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Da komme ich nicht hin. Nein. Also die einzige Möglichkeit ist jetzt hier oben wieder hin. Ah, ich habe eine Möglichkeit hier. Das Problem ist nur, ich muss mich jetzt beeilen. Weil der eine Typ ist... Hinter mir her! Ah, der nutzt natürlich die Leiter. Oh. Also, ich weiß, dass die Programmierer ziemlich stolz auf ihre künstliche Intelligenz sind, die sie da programmiert haben. Ich habe da mal was drüber gelesen. Und man muss sagen, die agieren wirklich krass, ne? Die sind so auf dich fixiert. Du hast kaum eine Chance, denen zu entkommen. Das ist echt mega hart. Also der Gedanke war gut, aber die Ausführung war scheiße. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das schon wieder nicht gut geht. Geh weg. Ah, Mist. Nein. Da lassen die sich einfach da fallen. Das gibt's doch nicht. Tschüss. Ah, Mist. Jetzt muss ich da aber auch nochmal hin. Verdammt. Ah, wo kommt der denn auf... Das ist ja mega hart, Leute. Mega heftig. Ich komme nicht aus dem ersten Level. Boah, ey. Was soll das denn? Ja gut, schauen wir uns das nächste Game an, würde ich sagen. Lode Runner. Auf jeden Fall ein cooles Game, das muss man schon sagen. Ja, ich denke mal, das DB und IT, das gehört dazu, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Eigenständiges ist. Ich probiere es mal, aber ich glaube nicht, dass das ein eigenständiges Game ist. Ja, ja, wusste ich. Von dem her, gucken wir mal, ob auf Seite 2 noch irgendwas ist. Also auf jeden Fall werde ich das verwahren. Ich muss mir da jetzt irgendwie mal Hüllen für ran schaffen, sonst wird das echt langsam schwierig. Mörder on the Zen. Objects, das gehört alles zum Spiel. Hä? Das ist alles ein Game. Würde ich jetzt mal tippen. Mal gucken, ob das so läuft. Mit Fastloader. Habe ich noch irgendwo eine Papierhülle? Ich glaube, das wird jetzt langsam echt eng. Mir gehen echt die Hüllen aus. Schade ist eben, dass da fast alle ohne Hülle geliefert wurden. Oh, da passiert was. Ich habe keine Hülle mehr. Scheißendreck. Ich muss also was selber basteln. Murder on the Zinderneuf. Press F7 to begin. Ist das irgendein Adventure? Ich bin jetzt nicht so der Adventure-Fan und ich hoffe, es ist kein Text-Adventure.
Select Detective, Leutnant Cincinnato, Charity Flair, Harry Hacksaw, Humboldt House, Inspektor Clouseau, Jethro Knight, Agatha Mabels, Achille Me. Ich nehme Jethro Knight. Ah, kann ich mit dem Joystick auswählen? Okay. Kann ich Jethro Knight, wollte schon sagen. Geht auch so. Lässt sich das mit dem Joystick steuern? Ich habe noch nie was von dem Game gehört. Also diesen Titel habe ich noch nie gehört. Mal gucken, ob das auch läuft soweit. Und der sich hier nicht tot lädt. Na, da passiert was. Zwischendurch. Ja, er lädt. No. Lädt etwas länger. Da ist was. Ah, Dining Room. Why did Natalia Barinsky go swimming in mid-flight? It's a job for the Engel. Okay. Kann ich mich hier irgendwo bewegen? Ich kann mich bewegen. Sieht aus, als ob da Personen sind. Kann ich da was machen mit denen? Review Clues. Move around. Also ich kann es mit dem Joystick steuern, aber es ist... You have found no clues yet. Move around. Ich kann mich around moven. Room 13. Mary Roget. Was ist das da? Damit kann ich nichts machen. Wahrscheinlich muss man da irgendwie durch Berührung interagieren oder so. Da. Anton Peste. Aha. Question ignorieren oder anklagen. Verdächtigen. Oder als Verdächtigen anklagen. Fragen. Forceful, seductive, friendly, polite, naiv. Aha. Freundlich fragen. Veronika, Buck, Margaret, Vincent. Veronika. Victim, Natalia. I'm not sure. Buck. You've got me. Huh? The only crime of which she's capable is drinking a glass of champagne. Aha. Kann man da noch was? If you want to know more about battle, you will have to ask someone else. Okay. Mehr gibt's nicht. Move around. Das heißt, man muss hier wohl... Korridor. Man muss hier wohl irgendwie Personen befragen. Grundsätzlich nicht uninteressant. Anton Peste, wo ist der hin? Der ist plötzlich verschwunden. Da kommt er wieder. Ist das der gleiche? Question. Veronika, I'm not sure. You've got me. Move around. Jetzt rennt er hier durch die Gegend. Marie Roget. Habe ich die nicht gerade noch gehabt? Margaret. She obviously enjoys dabbling in the arts, but which arts? Wart noch? You've picked me dry, Jethro, that's all I know. Okay. Dim 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 dim. Question. Bis jetzt war ich immer freundlich. Sag mir was über Margaret. Don't ask me. Vincent. I believe if he's a painter, I'm an ascended master. Aha. Also der kann nicht malen. Move around. Move around.
Ich werde hier eingezingelt. So muss man also wohl nach und nach die Personen befragen und irgendwie den Mörder fassen. Okay. Und das ist eine ganze Disk voll. Ja, ich habe noch nie was von diesem Game gehört. Was meint ihr denn dazu? Könnt ihr ja mal in die Comments schreiben. Ich review Clues. You have found no clues yet. Okay. Da ist noch eine Person, die wir noch als letztes befragen. Question. Was ist denn, wenn ich jetzt seductive nenne? Vincent. It may not be art, but Margaret Vandergilt knows what she likes. I'm not sure about Veronica. Ja, okay. Ich glaube, das reicht mir jetzt mal als Einblick. Kann man da irgendwas speziell machen? Move around. Also so, dass man es irgendwie abspeichern kann oder so? Nö, sieht nicht so aus. Ja, okay. Es läuft auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall behalten, schon weil auf der anderen Seite Loadrunner drauf ist. Vielleicht beiße ich mir dann doch irgendwann nochmal die Zähne dran aus und oder probiere es mal. Okay, ich würde sagen, das waren jetzt insgesamt 3 Games, ne? Und ich glaube, das genügt für diese Ausgabe hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like dafür da lasst oder meinen Kanal abonnieren würdet. Hier gibt es ja so viel zu sehen und Floppy Discovery macht natürlich einen großen Teil aus, aber auch andere Konsolen kommen hier zwischendurch mal vor. Ja, ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Tomaniac.